Jutenhu und herzlich willkommen zu einer hoffentlich sprachausgabigen Folge. Ja, bei den anderen hatte ich leider Problemchen mit dem Headset. Ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Ja, jetzt geht es erstmal gegen Bielefeld und dann werde ich auch, glaube ich, noch in dieser Folge die Transferperiode beenden. Noch ist A. Osman mit auf dem Feld. Mal gucken, wie sich das dann ab dem 1. Februar, wie es dann aussieht. Ob er noch da ist oder ob er dann schon in England spielt. Bei West Bromwich war das, glaube ich. Na, jedenfalls auf der Insel. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große So, mit Frage ihm haben dieses wir ja Spiels. Die verlängert. Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Um 5 Jahre. Was mich sehr Rolf gefreut Fuß und hat. Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Gleich ist es soweit. Heute erwartet uns das Spiel Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit Da einer habt ihr ja Raute mein Torjubel bei dem Formation. Kopfballtor von. Ich gucke mir das jetzt mal. Treffsicher sind sie ja. Das wollen Dumitsch sie sicher auch heute vor den eigenen Fans mitbekommen. zeigen. Was macht Und er denn sie da? haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Heise. So, an ihm wollten sie ja. Waren sie ja dran, haben wir im Linksverteidiger. Aber da ich da keine Alternativen habe und ich die noch da richtig ist jetzt gut finde. Platz. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Ist weg, Abstoß. Also der Berg ist ja irgendwo ziemlich was langsam. Das ist so was, was mir. Die Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Hartherz. Da kann er sich den Ball holen. Ja, jede Menge Ruck jetzt. Boah, was soll denn? Zwischen Genie und Wahnsinn. Ziemlich oft Wahnsinn. Shiplock. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Boah, was macht ihr denn da? Und jetzt ein Schuss. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und klasse Pass. Ortega Moreno, der Torhüter bei Bielefeld auf Daumen. Na. Oh, ich hasse dieses. Yo! Habt da den Hackentrick gesehen? Und klasse Meine. Durchgesetzt! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Schöner Pass. Gute Idee, dieser Ball. Oh, was? Nein! Mehr drin, denke ich, aber geklärt. Ey, das darfst du doch keinem erzählen. Jetzt müssen sie dranbleiben. Da bin ich wieder bei der Sache. Ich als Spieler, als Betroffener. Guter Pass. Locker vom Torhüter. Der Ball war harmlos. Also ich würde ja EA Sport da bis aufs letzte Hemd, obwohl hier laufen die nackig rum. Sieht ja vielleicht auch scheiße aus. Aber ich würde mich da so gegen wehren, dass sie einen so als Idioten hinstellen. Beim letzten Auswärtssieg. Dieses Weil wie gesagt, wir reden hier nicht von der Kreisklasse, jetzt gibt's hier sondern wir reden hier von der zweiten Bundesliga. Und da sollten die doch bestimmte rein. Sachen einfach nicht
zur Norm werden. Und dass sie hier irgendwie nichts können, das scheint die Norm zu sein. Und wie gesagt, also das ist irgendwie, ja. Shiplock. Also ich als Spieler würde da doch eher auf meinen guten Ruf aus sein wollen und sagen, Leute, so nicht. Wenn er schon was zusammenstöpselt, da wäre jetzt viel Platz für einen macht Konter. Das ordentlich. Boah, sind wir mal auch ehrlich. Hereingabe. Hier ist Boards und ordentlich. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Mist Risiko. Machen. Das können sie ordentlich, das ist richtig. So. 0:0 zur Pause. So richtig prickelnd war das bisher noch nicht. Und jetzt geht's hier weiter. Shiplock. Und Bielefeld ist auch noch für ein Tor gut. Heise. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Und was macht er denn da? Vom Verteidiger, diese ey Leute, ihr seid doch einfach nur bekloppt, echt. Kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Super Aktion, gut geklärt. Wie ich hörte, hat er gerade bei Manchester City unterschrieben. Ein guck dir doch mal an, wie weit der den Ball stoppt. Das ist doch völlig bescheuert. Sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Mann, ey, da war ich die Spiele, wo ich kein Mikro hatte, da war ich so entspannt und kaum ein Mikro muss ich wieder meckern. Ach, du bist doch besoffen. Also, ach, das will ich mir gerne eine Wiederholung nochmal anschauen. Kein Alkohol während des Spiels für den Seitenlinienrichter. Mann, ey. Natürlich kommt der als Erster ran. Hätte mir ja auch gewundert. Gibt's jetzt, da zieht er ab. Der Ball ist drin. Der ging aber gegen den Pfosten. Aber da habe ich den Pong gehört. Beim Eishockey ist es eher so ein Ping. Und würden wir jetzt Fußball und Eishockey jetzt verbinden, hätten wir Ping-Pong. Der Ball erst an den Pfosten und dann rein. Das war ein knappes Ding. Aber schön. Hier nochmal dieser Treffer. War er vielleicht abgefälscht? Nö. War so gewollt. Bumm. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es... Wichtig. So, Nicolau hat sich ja ein bisschen beschwert, dass er nicht so oft spielt. Eine dann Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Na, was? Muss keiner wissen, warum er da plötzlich stehen bleibt. Ein normaler Spieler wäre vielleicht durchgelaufen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Sie haben Platz. Berko. Jetzt vielleicht. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Wahnsinn. Die Parade gerade. Also EA Sports, ihr solltet die Steuerung in der Hinsicht dann vielleicht doch ein bisschen einfacher machen. Oder so, wie man sie eigentlich will. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke, dann sollte er diesen Befehl auch so schnell wie möglich ausführen. So schnell wie möglich meine ich eigentlich am besten sofort, weil es bringt mir nichts, wenn ich eine Taste drücke und 10 Minuten später passiert dann irgendwann mal was. So, Konterschot. Super Pass. Jetzt wird's gefährlich. Und jawohl.
das Tor zur Vertragsverlängerung. Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Jetzt hinten aber offen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Oh, jetzt hat er nur noch 9, bis er dann seinen Bonus kriegt. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ja, weg ist der Ball. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ja, mit viel Übersicht. Schuss! Und auch hier machen sie kein Tor. Da wundert einen der Rückstand nicht mehr, oder Buschi? Nee, überhaupt nicht. Bei der Abschlussschwäche ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Linus Wahlquist. Den Ball kann er abfangen. Cedric Brunner. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Yannis Nicolaou. Jetzt die Flanke. Jetzt die Flanke. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Schöne Schade. Ballverlust. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Hey, diese Kurzpässe, wo du nicht rankommst, gehen mir so auf den Sack. Da kommt die Hereingabe. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Und da ist es vorbei, da kommt der Schluss. Gewonnen. Wer hat die Chance? Naja, Hartmann und Moussa Kone, der Vertragsverlängerer. So, dann werden wir jetzt mal noch die... Erstmal ins Büro gehen. Osman verkauft. Der Verkauf von Osman an West Bromwich ist, nachdem sich Spieler und Verein einig geworden sind, in trockenen Tüchern. Die Ablöse beläuft sich auf 2,75 Millionen Euro. Der Vorstand hat ihr Transferbudget um 2 Millionen Euro aufgestockt. Mit freundlichen Grüßen, Geschäftsführer. Super, dann werden wir jetzt nämlich den, ich glaube, ist er schon, ne? Attic ist drinne, genau. Jetzt haben wir 2,87 Millionen, ja, geht doch. Sehr schön. Nationaltrainer Offerte für Finnland. Ja, also Finnland hätte ich schon gerne. Ach, wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Angebot annehmen, bestätigen. So, FIFA World Cup und was war das? EM-Quali, ne? Ja, locker. So, dann gucken wir mal, was haben wir, womit haben sich denn die anderen erstmal verstärkt? Bei Erzgebirge Aue ist, ey, bleib mal hier, ist abgegangen Bertram für 0. Bei Bielefeld noch nichts passiert. Beim VfL Bochum ist auch für 0 gegangen, Bandowski. Bei Darmstadt ist Beuth gegangen für 0. Bei Dresden ist Aosman gegangen für 2,7 und Banchu für 0. Okay. So, beim MSV Duisburg ist Wolze gegangen. Oh, die lassen Leistungsträger gehen? Halleluja. Bei Fürth ist nichts passiert. Beim HSV ist gegangen Santos für 10,3 Millionen, okay. Bei FC Heidenheim sind gekommen Bandowski und Cordoval für Lau. Und gegangen ist,
Hey, gegangen ist Langford. Und dafür haben sie 1,4 Millionen gekriegt. So, bei Ingolstadt Karelis gekommen und Pledel gegangen. Beides für 0. Bei Holstein Kiel ist Leverenz gegangen für 0. Bei Köln ist Terodde gegangen. Okay, wo sind die hin? Und vor allen Dingen auch für 0. Gut. Bei FC Magdeburg ist Röcker gekommen für 0. Paderborn noch nichts passiert. Beim Jahn nichts passiert. In Sandhausen, da schlafen sie noch. St. Pauli nichts passiert. Beim FC Union ist Busk gegangen für 1,7 Millionen. Ui. Ja, und da waren wir wieder. Gut, okay. So, was haben wir denn? Bielefeld, nichts passiert, immer noch nicht. Bei Bochum immer noch Bandowski weg. Beut, so. Engin ist auch noch weg und dafür haben sie 3 Millionen bekommen. Nee, Moment mal, der Wolz hat ja auch was gekostet. Nee, der Wolz war kostenlos, stimmt. So, da ist nichts passiert. Da ist immer noch nur Santos. Die kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Kennen wir schon, kennen wir schon. Beim Jan ist Onedin mal gekommen. Und bei Aue ist noch Androutsos gekommen für 2,2 Millionen. Okay. So, gucken wir mal. Ja, jüngste Transfers 10,3 Millionen Santos nach Olympique Marseille. Cool. Acosta von. Was das doch immer ist, nach was das doch immer ist. Und Simpson von irgendwas in Italien nach, keine Ahnung. Guckt euch mal an. Gareth Bale ist von Real Madrid nach Chelsea gewechselt für 67,2 Millionen. Fekir ist von Olympique Lyon nach Manchester City gewechselt für 64,4 Millionen. Und Mertens von Napoli nach Valencia, ist das glaube ich, für 49,1 Millionen. Cool. Mal gucken, was hier noch steht. National. Hightower, man nimmt Finnland Amt. Finnland hat in Hightower scheinbar seinen neuen Heilsbringer erkannt. Jedenfalls wurde der Mann dieses Jahr zum Nationaltrainer gemacht. Das ist wirklich eine große Ehre für mich, sagt der neue Trainer. So ein Angebot bekommt man schließlich nicht jeden Tag. Die vielleicht größte Herausforderung ist für ihn jetzt vielleicht, den Nationalstolz des Landes nicht zu verletzen. Nach möglichen Spielern für das Team gefragt, hielt sich Hightower bisher bedeckt. Da will ich lieber nichts übereilen, aber erwarten Sie in dieser Sache keine schnellen Entscheidungen von mir. Die jüngsten Erfolge von Hightower mit Dresden waren absolut aufsehenerregend und haben sicher dazu beigetragen, dass man auch auf internationaler Ebene auf ihn aufmerksam wurde. Der Vorsitzende des Verbandes sang jetzt schon wahre Lobeshymnen auf den neuen Trainer. Dennoch betonte er, dass die Herausforderungen, die nun vor Hightower liegen, sich nicht mit denen des Fliegerfußballs vergleichen ließen. Es liegen nun völlig neue Hindernisse vor ihm, die er erst überwinden muss. Ob er das wirklich schafft, wird sich erst am Tag unseres ersten Länderspiels zeigen. Finnland gab bekannt, dass ab sofort Hightower die Nationalmannschaft trainieren wird. Der Vertrag ist bereits in trockenen Tüchern. Der Vereinstrainer hat nun also die Chance, sich auch auf internationaler Bühne zu bewähren und um die wirklich bedeutenden Trophäen zu kämpfen. Auch die Fans waren mit der Wahl mehr als zufrieden und lobten ihren neuen nationalen Fußballverband, Quatsch, und lobten ihren nationalen Fußballverband für diese Entscheidung. Man habe sich für einen allseits anerkannten und beliebten Mann entschieden. Danke, danke, danke. Aber eigentlich wollte ich ja hier hin. So, Regensburg gewinnt Rennen um Fred Oledinma, wo der auch immer herkommt. Wo kommt er? Vom FC Mürwe, von der Insel. So, Aue holt sich. Von Olympiakos. Juventus Turin hat sich ein Spieler vom Verein der zweiten Liga, der auf dem Abstiegsplatz steht. Herzlichen Glückwunsch. Douglas Santos geht nach Olympique Marseille. Das stimmt, das hatten wir ja. AC Mailand holt Hugo Malo für 24, und? Okay. Gut, machen wir weiter im Text. Wir haben noch 8 Stunden. Kolasinac geht von Arsenal nach
Galatasaray. Schöpf von Schalke nach Levante. Und Lascelles von Newcastle nach Bremen. Cool. Da ist Bremen eine gute Wahl. So, da ist nicht Neuert. Piccini von Valencia nach Rayo Vallecano. Cool. Rayo Vallecano, einer meiner Lieblingsclubs aus Spanien. Mandy kommt von Betis Sevilla nach Mainz. Und Mario Gaspar geht von... Ist das Villarreal? Nach... Keine Ahnung, irgendwas in Spanien. Janschke geht von Borussia Mönchengladbach nach, zum FC Nantes. Albrinken geht von Leicester City nach Celta Vigo. Den zieht's auf in die warme Sonne. Vom Schiedwetter zum Sonnenbrand. Und Kalou verlässt Hertha und geht nach Leicester. Cool. Wird die Hertha nicht freuen, also ist es lustig. So, da ist immer noch Piccini, Mario Gaspar und Mandy. So, Dauda geht von keine Ahnung wohin nach keine Ahnung wohin. Vindal geht von AZ Alkmaar nach Manchester City. Parigini geht von FC Torino nach Real Madrid. Hoppla. Okay. Jungda Hon geht von keine Ahnung nach keine Ahnung. Laie. Barak geht nach Racing Straßburg, aber von woher er kommt, das weiß ich jetzt nicht. Also ja, ein paar Clubs kenne ich, aber... So, dann hätten wir Transferangebot für Müller. Ihr müsst doch nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Natürlich verkaufe ich den nicht. Auch wenn sie mir 2,4 Millionen bieten, aber... Nö. So, letzte Frist für Transfers abgelaufen. 342 Millionen hat das alles gebracht. Rangers ist daran interessiert, Markus Schuber zu kaufen. 5,7 Millionen. Aber nee, der ist 20 und eine 72, den verkaufe ich nicht. Da müsste ja mein Herz ein Affe sein. Wartet mal, ich kick nach. Nee. So, Bericht Jugendmannschaft. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat er immer, ja, ist ein Gesamtwert 53. Potenzial von 76 bis 94. Hat sich also bis jetzt noch nicht geändert. Sehr schön. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir hiermit die Folge. Das Spiel in Heidenheim. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Nationaltrainer Heidhauer.